Ja, und damit moin und servus meine Buben innen. Wir sind wieder hier bei Fortnite auf der Nintendo Switch und heute soll es um den Daybreak-Modus gehen, meine Freunde, ja. Wir gucken da heute mal ganz gesondert drauf und machen Auge, denn ich finde diesen Modus, was soll ich euch sagen, wahnsinnig interessant, ja. Ich bin sehr gespannt, was uns da in diesem PvE-Sandbox Open World Survival Mode erwartet, also mehr Genres hätte man in diesem Modus aber auch nicht reinschallern können, meine Freunde. Aber wir gucken da trotzdem heute rein und schauen uns auch in diesem Atemzug an, was Daybreak mit Rette die Welt zu tun haben könnte, meine Freunde. Es wird einfach nur lecker, lasst dementsprechend sehr gerne einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support und für den Flex. Danke, meine Bros, für Unterstützung. Abonniert hier gerne rein für die kompletten Kicks und natürlich ganz klare Angelegenheit. Ja, na klar. Ne? Creator Code RandomKHD im Item Shop reinschallern für den Support und für den ebenfalls vorhandenen Flex. El Piñada, Ehrenbruder, Grüße gehen raus. Thanks für ehrenlose Werbung und nicht nur an ihn, sondern auch an alle anderen, die hier fleißig die Nachrichten am Reinsenden sind. Ja, fühlt euch gegrüßt. Moin Moin und Servus natürlich. Brüder, der Daybreak-Modus, ja, auf Deutsch oder Almanisch so viel wie Tagesanbruch, ja, ist seit dem neuesten Update, ja, Version 16.4 müsste das gewesen sein, was ja immer noch der aktuelle Fall ist. Durch dieses Update hier wurde dieser Inhalt oder dieser Modus besser gesagt geleakt. Der ist dadurch ans Tageslicht gekommen. Aber nicht ausschließlich durch das Update, sondern auch durch interne Dokumente, durch das, na klar, Apple vs. Epic Games Gerichtsverfahren. Und das muss man dazu einmal aber ganz kurz sagen, ne? Darf ich das einmal anschneiden? Ich muss hier einmal eine Lanze brechen, ja? Und zwar dieser Modus hier, über den wir uns heute so ein bisschen, ich sag mal, das Maul zerreißen werden, der ist schon aus den internen Dokumenten des Apple vs. Epic Games Gerichtsverfahrens schon aus dem letzten Jahr in, ich sag mal, in die Außenwelt gedrungen, ja? Interne Dokumente haben diesen Modus schon in einer gewissen Art und Weise beschrieben. Es ging da auch irgendwo so um so einen Basketball-Survival-Simulator-Modes und sowas, ja? Und eben, dass man schon vor geraumer Zeit in diesem Gerichtsverfahren halt eben von diesem Modus mitbekommen hat, deutet irgendwo schon so ein bisschen darauf hin, dass dieser Modus schon seit einiger Zeit in Arbeit ist und dass das für Epic Games wahrscheinlich, ich sag mal, kein Modus ist, den man jetzt wahrscheinlich einmal reinhaut und dann switcht man wieder, sondern das könnte ein großer Modus werden, ja. Und man kann sogar schon fast sagen, dass dieser Modus schon eigentlich viel früher hätte eintreffen sollen. Ja, der hätte schon viel früher veröffentlicht werden sollen. Ist aber wahrscheinlich nicht dazu gekommen wegen die Corona, ne? Was soll ich euch sagen? Aber der Modus ist seit sehr langer Zeit in Arbeit und ich werde euch jetzt hier einmal ganz kurz offenbaren, worum es hierbei geht. Sie wachen alleine und unbewaffnet an der Küste einer Insel auf, ohne sich daran zu erinnern, wie sie angekommen sind. Heißt es eben in einer durchgesickerten Beschreibung dieses Moduses, ja. Suchen Sie schnell nach Waffen und Munition, bevor die Nacht hereinschallert und Kreaturen die Hänge durchstreifen und nach Beute suchen. Halten Sie Ausschau nach anderen gestrandeten Menschen, die sich als unschätzbare Verbündete in ihrem Kampf um das Überleben auf der zunehmend feindlichen Insel erweisen können. Bis hierhin einmal ganz kurz. Das klingt ja mal sau interessant, oder? Man strandet auf einer Insel, auf einer riesigen Insel und wir haben gerade gehört, es ist ein Open-World-Survival-Game. Mit, ich habe auch gehört, einigen, so einigen Biomen, einige davon euch, einige davon will ich euch an der Stelle auch nicht, ich sag mal, vorenthalten, ja? Einige Bilder kennt ihr auch schon, eben hier das, ich weiß nicht genau, ob das ein Startgebiet ist, hier kann man sich irgendwelche, also auf der rechten Seite kann man sich irgendwelche Waffen oder so gönnen, wenn man in eine bestimmte Richtung geht oder liegen die da etwa auf dem Boden. Fragen über Fragen. Aber eben dieses Open-Worldige mit sehr vielen Biomen und so und generell auch dieser Sandbox-Aspekt soll ja wohl irgendwo so ein bisschen zeigen, ey, Sandbox bedeutet ja quasi, du gehst in eine
ne, du gehst in so eine in so eine Runde von diesem Modus rein von Jailbreak und die Map ist jedes Mal anders generiert. Ist das damit gemeint? Wenn es damit gemeint ist, finde ich, sind wir hier wirklich etwas sehr, sehr Interessantem auf der Spur. Und vor allen Dingen deswegen, weil das auch so neu und frisch wirkt. Wisst ihr, was ich meine? Suchen Sie unterwegs nach Teilen, mit denen Sie einen der abgestürzten Hubschrauber oder halt eben Choppers oder wie die sich in Fortnite nochmal nennen. Dann haben die ja auch so einen speziellen Eigennamen, ja. Diesen Hubschrauber muss man reparieren können. Und die Teile, ja, die sich in der Nähe des Inselzentrums befinden, die müssen ebenfalls freudigst eingesammelt werden. Wenn Sie die richtigen Teile finden und über genügend Treibstoff verfügen, können Sie möglicherweise die unmögliche Flucht durchführen. Hinweis hier, wenn der Modus dann mal rauskommt und ihr habt Bock mit drei Leuten oder so zusammen in diesen Modus reinzugehen, also insgesamt zu viert oder so oder zu dritt oder zu zweit, ist ja auch vollkommen egal, auch alleine, ja, gibt es hier quasi den Hinweis, dass Spieler, die zusammen auf diese Insel kommen, in einer Lobby, dass die sich trennen und erstmal finden müssen, ja. Suchen Sie nach Ihren Freunden oder anderen Spielern auf der Insel und bilden Sie einen neuen Trupp. Reparieren Sie einen Chopper, um der Insel zu entkommen, bevor der Sturm in der dritten Nacht hereinbricht. Ja, wir haben hier einen Modus, bei dem es darum geht, dass man drei Nächte Zeit hat, um die Ersatzteile eines Helikopters zu finden und die Flucht aufzubrechen, kurz bevor dann in der dritten Nacht der Sturm reinbricht und wahrscheinlich dann alles kaputt macht. Ist natürlich ein verdammt dieser Modus ist verdammt auf Survival ausgelegt und das eben auch deswegen, weil man dieses Nacht Phänomen so richtig hier in diesem Spiel oder in diesem Spielmodus mit einbringen möchte, ja. Nachts sollen wohl Kreaturen rauskommen, vor denen man sich entweder verstecken muss oder die man jagen kann, wie auch immer, halt eben sich vom Pelz halten möchte, ja. Das ist das Ding und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser Modus auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung bringen kann. Ne? Weil, wie gesagt, so etwas, ne, dass es explizit um irgendwelche Uhrzeiten oder sowas geht, wir reden hier nicht von dem Season 6, der Season 6 Spruch Uhrzeit, das ist damit nicht gemeint, Bruder. Aber es geht eben um die spezielle Uhrzeit. Hier in diesem Modus macht man sich halt wohl auf dieses Zeitsystem vertraut, ja, und eben Epic Games hat darauf eben den Wert gelegt und Brüder, ich sag euch mal so, wie es ist, freue ich mich drauf, so, was soll ich euch sagen, freue ich mich sehr drauf, aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, ist das ein langzeitmotivierender Modus, so, ich meine, der Modus wird jetzt nicht, also so eine Runde wird jetzt nicht 5 Minuten gehen, wisst ihr, was ich meine, also ich denke, 3 Nächte, da sitzt man schon ein bisschen was dran an Zeit, um generell, ne, der Tag-Nacht-Zyklus in Fortnite, ich habe selber gar keine Ahnung, wann sich überhaupt, ne, wann von Tag zu Nacht gewechselt wird. Ich habe keine Ahnung. So, ich hab nicht drauf geachtet, ich kenne da die Timer nicht, sind es 8 Minuten oder so, und selbst wenn wir jetzt mal annehmen, okay, es sind 7 Minuten, ja, die es braucht, damit es von Tag zu Nacht wird, muss man mindestens 21 Minuten in dem Raum sein, um eben im besten Falle mit dem Helikopter zu entkommen, so. Und das ist eine, eine Sache. Ja gut, eine Stunde war vielleicht dann doch übertrieben, so, dass man da eine Stunde sitzt, aber ey, wer weiß, ne? Ich sag mal so, 3 Nächte kriegt die erstmal in 20 Minuten rum, so, ja, Ingame-Zeit. Und wie gesagt, dieser Aspekt, dass man eben noch diesen Open-World-Sandbox-Survival und das Ganze halt in der Open-World, ja, das alles driftet gerade zusammen und wird zu einem Zahnrad, das sich dreht. Und ich finde, das ist eine sehr coole Kombination so. Die Frage ist halt, wie gesagt, ne, ist das langzeitmotivierend so? Ich bin mir irgendwo sicher, dass wenn diese Runden nicht zu kurz gehen, dass das sogar irgendwie so ein permanenter Modus sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Dass der einfach permanent läuft und man dort auch permanent eben reingehen kann. Dass es eben so etwas, ne, so ein Perma-Modus wird, wie eben kreativ oder Solo oder sowas halt eben, ne?
und nicht nur ein LTM, weil sonst würde Epic Games nicht so lange daran arbeiten. Brüder, wir kommen jetzt mal eben auf die, ich sag mal, Frage, was hat jetzt dieser Modus mit Rette die Welt zu tun? Ja? Was hat Daybreak mit Rette die Welt zu tun? Und Bruder, eigentlich möge man meinen, die Sache liegt doch auf der Hand, so wie Breakdancer. Das Ding ist so, wir haben hier eben einen PvE-Survival-Modus, genauso wie in Rette die Welt. Es gibt, und das ist ein klarer Unterschied, so wie es aussieht, gibt es wohl keine Klassensysteme, Fähigkeiten oder Quests, die man hier in diesem Modus wohl ausführen kann. Was ich sehr schade finde, ich meine, stellt euch mal vor, ihr lauft eben durch diese alternative Map. Ja, das ist ja nicht die Hauptmap von Fortnite Battle Royale, sondern das ist halt eine komplett eigene und aus Sandbox. Wie gesagt, es könnte halt eben sein, dass sehr gut sein, dass wir hier wirklich eine Map haben, die sich jedes Mal bei jedem neuen Betreten neu generiert mit neuen Biomen und so. Es gibt ja auch einige Biome, die man sich vergegenwärtigen kann. Ich habe einige Bilder auch schon damals gezeigt, ja. Hier das schöne Zimmer. Die Häuser sollen ja auch wohl größer ausfallen als generell in Fortnite. Und was uns hier erwartet, das sieht mir Sender Neo Tilted aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild noch dazugehört. Das habe ich mir irgendwo geklaut. Ja gut, falls es ein Biom wird, wilde Angelegenheit. Ich denke, da wird man auf jeden Fall Teile finden. Aber das Ding ist so, Rette die Welt, meine Buben, ja, hat mit Daybreak schon ein bisschen was miteinander zu tun. Also da gibt es schon Ähnlichkeiten, die, wo man sich jetzt denken könnte, ach so, hat Epic Games also deswegen Rette die Welt gecancelt? Na, das ist die große Frage des Tages, meine Brüder. Das Prinzip ist jedenfalls sauähnlich, ja. Nachts brechen die Monster rein. Man muss sich und seine Mates und vielleicht sogar seine Festung verteidigen, ja, wenn man sich da Festung bauen kann. Ich meine, es ist ja immer noch Fortnite so. Das Element von Bauen wird ja nach wie vor da sein. Und da ist halt eben so der Punkt, ne? Ist das vielleicht gerade auch hier an die Rette die Welt Brüder da draußen, die eine Switch-Version wollen? Ist das hier vielleicht so der Rette die Welt-Ersatz, den wir Switch-Spieler letztendlich bekommen werden, weil Rette die Welt auf der Switch wahrscheinlich nicht machbar ist, von allen möglichen Belangen her? Könnte halt sein, ne? Sieht auch irgendwo danach aus. Ich meine, dieser Modus wird ja nicht nur auf die Switch kommen, er wird ja auch alle Plattformen erreichen, aber das wäre ja quasi so mit das erste Mal, dass man so einen eigenständigen und riesigen PvE-Survival-Modus bekommt, ja. Und wir reden hier jetzt nicht von diesen Kreaturen, Zombies, die es auch schon mal in Battle Royale gegeben hat, so. Ne, diese fetten Goldies, wie man die immer damals genannt hatte, die Ehrenbrüders, ne, dass man sie halt eben schlachten muss. Aber ich sag euch mal so, wie es ist. Es hat sich klar schon irgendwo auch nach Rette die Welt angefühlt, aber das hier, was wir hier in Daybreak eben erwarten können, das ist für mich so, aber auf eine andere Art und Weise Rette die Welt. So, man könnte wirklich sagen, irgendwo vielleicht Rette die Welt auf Wish bestellt, aber ne, ich sag mal, das Prinzip ist ähnlich, ja. Klar, das Spielprinzip ist nicht 1:1 genau gleich, aber ich finde, da gibt es halt schon Ähnlichkeiten, ja. Darf man natürlich gespannt sein, wie das mit den Zombies ist, ja. Werden die Zombies hineinhalten in diesen Modus? Mehr dazu werden wir erfahren, wenn es dann endlich soweit ist. Brüder, eine sehr interessante Angelegenheit, die uns da erwartet. Was ist eure Meinung zu Daybreak, zu Tagesanbruch? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare, ja. Ich meine, generell nochmal ganz kurz hier, ne? Daybreak passt ja auch vom Setting und von der Stimmung her voll zu Season 6. Ja, und zwar allein aus dem Grund der Uhrzeit eben. Also nicht nur wegen der Uhrzeit, ne, sondern wirklich wegen der Uhrzeit-Season. Ja, das Motto von Season 6 ist auch irgendwo auf diesen Modus hier sehr gut zugeschnitten, finde ich. Ja? Und Brüders, eure Meinung dazu würde ich gerne in den Comments lesen. Ich danke euch sehr gerne fürs Zuschauen. Ja, vielen, vielen Dank. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank, meine Brüders, und abonniert hier gerne rein für mehr. Haut rein, tschüss und bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich doch wohl.